Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, es regnet mal wieder, was ausgezeichnet ist. So, zack, 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 zack. Halt, davon muss man sich was aufheben. Wir machen das lieber da rein. Sonst passiert vielleicht noch was. Man weiß ja nie, ne? Und wieder Brombeeren. Halt. Oh, Tier. Brauchen wir für irgendwas, ne? Nö. Für keins von den beiden auf jeden Fall. Für den Webstuhl, okay. Macht das Rohr Wolle feinen Stoff. Dafür brauchen wir aber erstmal Schafe, von denen wir Wolle bekommen, ne? Oh, Pilze again. Ah, oh, das sind sie ja schon. So. Okay, pass. So, das ist mir da wieder eingefallen. So, das kommt da rein. Wobei, wir nehmen gleich wieder was mit. Mal schauen, was geht da. Da gehen drei und da geht auch wieder was. Tada! So. Das kommt mal wieder weg. Schauen wir mal, ob wir wieder Brombeeren finden. Ich nehme mal an, ja. Ups. Na gut, das sind sie auch schon. Da geht's ja schon los. Ah, da unten sollten wir jetzt auch unbedingt mal hin. Aber so viele Brombeeren. Im Herbst kannst du dich rein durch Brombeeren finanzieren. Den da, danke. Zweiunddreißig haben wir schon wieder. Das nimmt kein Ende. Aber doch jetzt. Erstmal. Das ist wieder Wirbel. Achtunddreißig Brombeeren. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Wir können hier draußen eine Bombe legen. Da werden sich die Bewohner sicher freuen. Oh, eine einzelne Brombeere, die hier rumliegt. Wie schön. Sauber machen hier, ne? Also ich habe schon mal geschaut, was mir auffällt beim Bearbeiten, dass da drinnen der Ventilator ist in dem Fenster, also. Im Sommer, wenn das Fenster offen ist, läuft er da scheinbar. Das ist natürlich unglaublich energieeffizient, das Fenster zu öffnen, um einen Ventilator einzuschalten. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, was es soll. Kommt da die warme Luft dann erst wieder rein? Ja, wenn wir schon hier sind, müssen wir noch kurz warten. Können wir gleich mal ein neues Schwert kaufen wieder. Geld haben wir, ja. Ah, wäre schön, wenn wir da mal rüber könnten. Gibt's auch jede Menge Erz und scheinbar eine Höhle. Komm. So, 22 bis 29, 28 bis 46. Für die Kleinigkeit von 9000 werden wir hierfür, dass wir 300 bekommen. Naja, naja, naja. Teure Geschichte. Oh, eine goldene Brombeere. Teure Geschichte, aber dafür ein deutlich besseres Schwert. Deutlich mehr Damage, fast doppelt so viel und viel schneller. 110. Boah, es ist immer mehr wie die Hölle aus hier. Ja, das fängt schon mal gut an. Aber mit unserem neuen Schwert sind die keine Herausforderung. Hey Kumpel. Ja. Bye. Das Tempo von dem Schwert macht auf jeden Fall sehr viel aus. Das war's hier erstmal wieder. Ziemlich wenig Gegner hier in der Gegend. Wo sind auf einmal diese komischen Golems oder was das waren, hin verschwunden?
bekommen. Geizen sie ganz schön mit der Leiter jetzt. Ja, ich glaube beim ersten Mal nur nicht mehr schimpfen. Diese Ebene fertig. Und wieder 5 Ebenen geschafft. Hoho, mit einem Mal. Kupfer? Tatsächlich. Einfach Kupfer hier unten wieder. Ah, da sind auch die Penner wieder. Schon wieder. Schon wieder jeden Stein hier zu schlagen und hoffen, dass irgendwann die Leiter kommt. Sieht aber nicht so aus, als ob wir da Glück hätten. Da unten ist wahrscheinlich dann. Oh, da unten war schon einer. Interesting. Sehr gut. Oh, Zwergenschriftrolle. Gibt's da drüben noch was? Nö. Oh, wir haben irgendwo... Nee, da haben wir eh Feuerquarz, okay. Ich dachte schon, wir hätten es irgendwo versehentlich liegen lassen. Oh, wir müssen uns beeilen, es ist schon etwas spät. 2 Diamanten gleich, jawoll. Haben wir jetzt eigentlich schon den Weg nach unten? Ja, geht schon. Oh, Amethysten gibt's da unten wieder. Sehr gut, haben wir wieder ein Geschenk für Abigail. So. Einmal gehen wir jetzt noch runter. Wieder 10 Ebenen an einem Tag erledigt. Und wir sind ganz unten. Okay. Schädelschlüssel. Gut. Hätten wir das auch, ne? Haselnuss. Müssen wir mal wieder auf den Kalender schauen. Abigail hat ja, glaube ich, bald Geburtstag und das sollten wir nicht verpassen. Ich hoffe, wir haben es noch nicht verpasst, das wäre ungut. Nein. Oh, übermorgen. Am 13. Alles klar. Glück gehabt, dass wir noch nachgeschaut haben, ne? Jetzt müssen wir uns nur noch dran erinnern.
Jetzt haben wir zwei Amethysten gerade gefunden, die können wir dann einen geben. Inventar voll? What? Na schön. Ah, das kommt mal weg. Na nimm halt. Ja, es ist spät, ich weiß. Naja, die Funktion gibt es auch, sollte man auch öfters nutzen. Wird uns dann auch einiges erleichtern. So, das kommt weg, das kommt weg, der kommt auch weg. Gut. Hätten wir das. Minenarbeit, Stufe 7. Neues Herstellungsrezept. Umwandeln Gold. Kampfstufe 6. Neues Schleimeipresse. Knoblauchöl. Okay. Weird. Wow. 22 für die Brombeeren. Klar, wir kriegen jetzt 10% mehr. Das auch noch, ne? Gut, wir haben ja 9000 ausgegeben. Haben wir fast 3000 davon wieder herin, Gott sei Dank. Brauchen wir eh. It is day again. Und wieder gießt er irgendwo hin. Und wieder gießt er irgendwo hin. Er ist so ein Penner einfach manchmal. Interessant, das geht sich heute aus. Alles gegossen. Ohne nachfüllen. Komisch. Mäh. Schneiden einmal, weil der Winter nähert sich ja und können wir ein bisschen was auf Vorrat legen. Oh, wir sind offensichtlich voll. Ja, wir müssen dringend ein zweites Silo bauen, das heißt, wir können da gleich mal ein bisschen aufräumen dafür. Passen da rein. Ich meine, gute Viecher können eh auch draußen bleiben. Wir müssen ja nur füttern, wenn sie drinnen sind, also wenn es draußen regnet. Ne? Oder im Winter. 28 Tage. Wie viel mal? 240. Ne? Das heißt, es reicht beinahe für 10 Tiere. Aber nicht ganz. Oh.
weiße Huhn legt auch schon große Eier. Kürbisse müssten bald soweit sein. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt zum Wachsen brauchen, aber es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Denn wir haben jetzt mittlerweile schon Tag 12. Das heißt, wir haben schon fast Halbzeit. Ne? Halbzeit ist um 30 sind 15 bei 14. Das heißt, die müssten eigentlich morgen zum Ernten sein, spätestens, weil sonst geht es nicht mehr aus ein zweites Mal. Und heute ist Freitag, das heißt, wir werden unser Geld gleich mal einsetzen, um bei Pierre Samen zu kaufen. Allerdings müssen wir jetzt neu ausrechnen, wie viel. Das werden wir sich gleich mal anschauen. Und zwar, die Sprenkel werden wir nicht dafür verwenden. Oder doch? Ja doch, das passt schon, den können wir ruhig nehmen dafür. Also wir sind da drüben, oder? Nö. Hallo? Da sind sie. Part ist gerade erst zu Ende. Oh, ich dachte schon, wir hätten voll überzogen, aber geht noch. Gut, Freunde, dann werden wir im nächsten Part dann hier anpflanzen. Also, na, anpflanzen noch nicht, aber die Spreeer mal aufstellen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.